Hi Leute, hier ist ein kurzes Infovideo. Ich habe gerade was ziemlich Blödes. Mir ist gerade was ziemlich Blödes passiert. Ich war mit meiner Kamera am Aufnehmen vom Let's Show von der Minecraft Pocket Edition. Ja, das wollte ich kurz machen, weil ich nicht mehr warten konnte, es endlich zu zeigen. Und jetzt ist mir was recht Beschissenes passiert. Meine Welt ist weg. Meine drei geilen Welten waren weg. In der ersten Welt, das war auch das erste Mal, dass ich Minecraft überhaupt gespielt habe, hatte ich eine Menge gebaut, Grundwolkenpalast, so eine Kopie davon, mit so ein bisschen alten Elementen davon. Dann noch ein GMB-Gebäude, ein Restaurant, eine U-Bahn. Und da war auch ein riesen Lavafall. Dann noch in einer anderen Welt ein riesen Tunnelsystem und ein riesengroßes Schloss. Das hat mich echt Stunden Arbeit gekostet. Ist jetzt auch alles weg. Und dann in der Welt, die ich zeigen wollte, meine Survival-Welt, hatte ich auch ein paar richtig coole Sachen. Eine Schaffarm mit, ich glaube, 8 Schafen und so. Also es war jetzt nichts riesen Besonderes, aber es war schon ziemlich cool. Alles weg. Das ist natürlich ein bisschen Gaming-emotional für mich, würde ich jetzt mal sagen, gewesen. Da ich halt das erste Mal war, da ich Minecraft überhaupt gespielt habe auf meinem Handy, weil ich damals noch nicht zur PC-Version greifen konnte. Und ich fand es absolut geil. Naja. Gut, es hat der Tag doch, weil ich habe jetzt auf dem alten PC meines Vaters, der geschrottet war vor einer kurzen Weile, wo eigentlich meine Let's Show Play Mix, keine Ahnung, weil ich noch nicht Welt drauf war, gelöscht war. Und jetzt habe ich sie aber wieder, die Welt, und das heißt, ich werde da eine Art Let's Show Play oder Let's Play machen. Ich weiß noch nicht genau was. Auf jeden Fall wird es kein normales Let's Play, also ich werde jetzt hier nicht von Anfang an anfangen und dann Kohle und dann Holz hacken und diesen ganzen irrsinnigen Scheiß. Also ich finde es okay, wenn ein Let's Player das macht. Aber ganz ehrlich, mittlerweile spule ich zur dritten, vierten Folge vor, weil ich keine Lust habe, mir anzugucken, wer das Haus baut. Mein Haus ist fertig, ich habe oben eine Farm und so weiter. Freut euch auf das Let's Show Play, werde ich jetzt mal nennen. Ich überarbeite das noch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Seeds oder Biome wollt, denn ich werde auch auf meinem Handy jetzt ein Let's Play für Minecraft Pocket Edition machen. Da es jetzt in der Alpha 0.2.1 ist, gibt es jetzt Tiere wie Schweine und Schafe, außerdem Zombies und man muss Sachen abtragen, das heißt, das Spiel ist ziemlich cool geworden. Ihr könnt also Wünsche äußern, ganz ähnlich wie bei normalen wie bei anderen Let's Playern. Da ändert sich jetzt auch nichts dran und ja, ihr könnt halt sagen, was ihr wollt. Nennt mir einfach den Seed oder das Biom. Ich werde jetzt abwarten, bis ich ein paar Kommentare habe. Und dann werde ich das machen. Von mir aus auch mit Bäumen oder mit Wüsten. Das ist mir ehrlich gesagt total egal, wie ihr das haben wollt. Ich mache das dann. Ich nehme das die ersten paar Folgen wahrscheinlich mit der Kamera von meinem Handy auf und dann noch mit einer Art Fraps-Programm. So, naja, eigentlich ist der Tag doch ganz gut, weil ich habe ja jetzt mein PC endlich zum Laufen gebracht. Und das Ding ist natürlich hammergeil. Ja, meine Musik läuft gleich auch aus, also habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ja, das war's. Ich ist weg. Ich spule nochmal zurück. Und ich hoffe, ihr habt jetzt die Informationen, weswegen kein Let's Play für die Pocket Edition kommt. Ich lade das schnell hoch und ich hoffe, mein letzter Vlog hat euch gefreut. Oder Vlog. Man sagt ja nicht Vlog, ich finde das bescheuert, Vlog zu sagen. Naja, aber ich wünsche euch noch einen tollen Tag und schreibt mir in die Kommentare zu diesem Video oder ich mache noch mal ein extra Video zu, was ihr da jetzt bestimmtes haben wollt für Seeds oder sowas. Und ich mache den Link zu dem Video, wo es um das Let's Play geht. Hierhin. Ist er. Ja, das war's. Falls ihr mehr Let's Plays, Quatsch oder Vlogs sehen wollt, abonniert mich doch bitte. Das würde mich schon ein bisschen freuen, weil ich 6 Abonnenten habe. Ja, das ist immer blöd, da muss ich mit der Maus hinziehen. Ist kein tolles Video. Ich kann es euch mal zeigen. Ach, ist doch noch nicht vorbei. Yay. Ich habe jetzt ganz relaxed mein Handy entsperrt. Ist übrigens ein super Gaming-Handy, kann ich jedem empfehlen. Ich starte Minecraft Pocket Edition, habe schon alles abgedunkelt, die Kamera auf Makro gestellt und alles, was man halt so macht. Start Game. Creative New World. Ich will das mal kurz zeigen. Das kann ich dann auch mal kurz demonstrieren. Was jetzt möglich ist in der Minecraft Pocket Edition, nur ganz, ganz kurz. Ich mache da noch ein extra Video zu, aber ich will jetzt irgendwas machen. Weil sonst wird dieses Video so scheiße langweilig, dass das niemand mehr sehen will. Und das will ich natürlich nicht. So, wie man hier sehen kann, bin ich jetzt in einer Welt. Das sieht man jetzt ja gar nicht. Ich hasse das, weil diese Kamera ist da immer gespiegelt. Und jetzt sieht man jetzt gar... Ihr müsst das nicht gucken. Tschüss. Ja, tschüss.